Hallo Leute, oft wird mir gesagt, Daniel, mach doch häufiger mal ein Video, stell doch mehr Bücher vor und dergleichen mehr. Und ich antworte darauf eigentlich immer das Gleiche. Ich drehe nur zu den Büchern Videos, die mir besonders gut gefallen haben. Um mal ein Beispiel zu nennen. Ich lese zum Beispiel 4 Bücher im Monat, sagen wir mal, und ich stelle davon 1, maximal 2 vor. Das bedeutet natürlich nicht, dass mir die beiden anderen nicht gefallen haben. Das bedeutet nur, dass ich sie nicht gut genug fand, um sie eben weiterzuempfehlen. Oder es hat andere Gründe, dass sie einfach nicht, dass sie zu speziell sind beispielsweise. Ist ja auch ganz egal. Jedenfalls könnt ihr immer davon ausgehen, dass wenn ich ein Video zu einem Buch hochlade und euch ein Buch ans Herz lege, dass mir dieses dann ausgesprochen gut gefallen hat. Heute möchte ich euch ein Buch vorstellen, das mir von all diesen Büchern ganz besonders gut gefallen hat. Warum das so ist, welche Gründe das hat, darauf komme ich gleich zu sprechen. Ich erzähle euch erstmal ein paar Worte zur Geschichte von Mara und der Feuerbringer. Mara ist 14 Jahre alt und wäre gern ein ganz normales Mädchen. Dabei stehen ihr leider 2 Dinge im Wege. Das ist zum einen ihre Mutter, die ihre Tochter ganz gerne mit auf Wickertreffen und dergleichen schlört. Und zum anderen sind das ihre Tagträumereien, die Mara selber für Spinnereien hält, aber die eben immer wiederkehren. An einem ganz gewöhnlichen Tag, Mara kommt mit ihrer Mutter gerade von einem Baumsprechseminar, passiert dann etwas Außergewöhnliches. Mara erfährt, dass sie eine sogenannte Spakona ist, eine Seherin. Und als wäre das noch nicht Schock genug, erfährt sie darüber hinaus, dass sie mit ihrer Gabe praktisch dazu auserkoren wurde, die Welt zu retten. Und zwar vor dem Halbgott Loki. Der droht, sich von seinen Fesseln zu befreien und das könnte doch ziemlich böse enden für die Welt. Ja, und dahin ist es dann erstmal mit dem normalen Mädchen. Stattdessen stolpert Mara in ein ziemlich aufregendes und gefährliches Abenteuer. Zur Geschichte soll das aber erstmal genug sein. Ich erzähle euch erstmal, was dieses Buch nun so gut und so besonders macht. Neben der Tatsache, dass Tommy Krapfeis, zu dem ich gleich auch nochmal ein paar Worte sage, eine wirklich spannende Abenteuergeschichte geschrieben hat, ist da der bissige Wortwitz, in den ich mich praktisch sofort verliebt habe. Von der ersten Seite an hat das bei mir gezündet und ich fand den Humor ganz toll. Wirklich grandios an der Sache ist aber, dass das zu der Sorte Humor gehört, die durch alle Altersgruppen hinweg funktioniert. Ich glaube wirklich, dass da Kinder über die einfachen Dinge lachen, aber auch erwachsene Leute eben über die komplexeren Dinge, die zwischen den Zeilen stehen, lachen können. Es kommt selten vor, dass ich laut lache, wenn ich ein Buch lese. Das kommt wirklich selten vor. Hier ist das gleich mehrfach passiert. Es ist aber nicht nur der Humor, der altersübergreifend funktioniert. Es ist die ganze Geschichte, die wirklich... Ja, wie soll ich das am besten ausdrücken? Ich glaube, das ist ein Buch, das der kleine Bruder lesen kann, die große Schwester und auch die Eltern werden Spaß an diesem Buch haben. Und ja, das verlangt Respekt. Ich finde das großartig. Das gibt's nicht allzu oft. Also wenn auf ein Buch das Wort All-Ager zutrifft, dann auf Mara und der Feuerbringer. Wenn euch das immer noch nicht genug Argumente sind, dann schiebe ich jetzt mal ein paar hinterher. Das ist ein exzellent recherchiertes Buch. Ihr lernt viel über die Göttersagen der Germanen. Ein Thema, das mich sehr interessiert. Es ist ein echt schön gestaltetes Buch. Ich finde nicht nur das Cover schön, das habt ihr jetzt ein paar Mal gesehen, sondern es sind immer wieder kleine Zeichnungen hier. Ich zeige jetzt mal die eine oder andere, die sich durchs ganze Buch ziehen. Also immer mal wieder so Kleinigkeiten. Ja, noch eine. Also es ist alle paar Seiten findet ihr sowas, auch hier direkt. Aber nicht nur, dass es ein schön gestaltetes Hardcover-Buch ist, sondern es ist darüber hinaus auch noch eines, das zum Preis eines Taschenbuches verkauft wird. Das Ding kostet 12,95 Euro und tja, da bleibt mir nur zu sagen, Kudos für den Verlag, dass sie das Buch echt zu diesem Preis auf den Markt gebracht haben. Ich glaube, es hätte sich auch exzellent für 2-3 Euro mehr verkauft. Ja, und zu Tommy Krapfeis noch ein paar Worte. Ich habe es ja gerade schon mal erwähnt. Ich muss auf den Mann nochmal zu sprechen kommen. Die meisten von euch werden ihn aus der damals sehr erfolgreichen RTL Samstagnachtshow kennen. Darüber hinaus hat der Mann aber auch Bernd das Brot erfunden. Zumindest den werden auch heute noch sehr viele kennen. Er ist Regisseur, Stuntman, Moderator und er hat eine eigene Filmproduktionsfirma.
Darüber hinaus munkelt man, dass er gerade dabei ist, das Ozonloch zu schließen und die Wale zu retten. Also ist ein vielbeschäftigter Mann. Ich habe doch überhaupt nichts dagegen, solange er weiter Bücher schreibt. Denn ich will unbedingt mehr lesen. Von Mara und der Feuerbringer gibt es bereits einen zweiten Teil. Den werde ich mir auch sehr bald kaufen und durchlesen. Der dritte Teil erscheint, ich glaube, im September diesen Jahres. Ja, und dann ist es mit der Trilogie zu Ende. Und ich hoffe, dass Tommy Krabbeis auch darüber hinaus Bücher schreibt. So, ich merke gerade selber, das ist ein ziemlicher Jubelbericht geworden. Aber seht mir das bitte nach. Ich bin selten so begeistert von einem Buch gewesen. Buch, das wirklich wunderbar funktioniert, das spannend ist, humorvoll. Ich muss mich jetzt nicht wiederholen. Ihr habt ja mitbekommen. Ich empfehle dieses Buch definitiv weiter. Und ich habe gehört, dass derzeit in Planung ist, diese Reihe eventuell zu verfilmen. Deshalb hoffe ich, dass möglichst viele von euch das Buch lesen, vornehmlich nachdem ihr es gekauft habt, dann bringt das dem Verlag auch ein bisschen mehr. Ich drücke jedenfalls die Daumen, dass das was mit dem Film wird. Bin jetzt hier raus und ihr seid im Bild. Wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin. Adios, ciao.